Hallo, hier ist wieder John McLeod und das Spiel Lost Odyssey. Ich habe ein bisschen aufgerüstet. Außerhalb des Spiels und innerhalb des Spiels. Außerhalb nämlich ab sofort keine Maus mehr. Ich habe die Fernbedienung, sie läuft und ich kann damit die Lautstärke viel gemütlicher umstellen, als immer mit der Maus rumzufriemeln. So. Und innerhalb des Spiels, ja, wie schaut's aus? Ich habe ein bisschen die Fähigkeiten angekurbelt, ein bisschen gelevelt. Ihr seht, Level 25 sind wir nun. Und ich habe den Kindern diese Brillen gegeben, damit die die Analyse machen. Ganz einfach aus dem Grund, damit die Unsterblichen noch stärker werden. Diese haben dann nämlich, ja, das habe ich dann so eingestellt, dass Keim nur noch die Schatzanalyse hat. Und ansonsten sich auf zufälliger Null-Magie-Schaden. Geht halt nur manchmal, aber wenn, dann ist es schön. Und die wichtigsten Anti-Dinger, die hier in diesem Dungeon gemacht werden. Es gibt natürlich viel mehr Antis und das muss man je nach Dungeon eben anpassen. Wäre zumindest zu empfehlen. Dann die SW Magie Stufe 3 und den Konter. Ja, dauert halt noch ein bisschen, bis da noch die richtig geilen Sachen kommen. Also das hier noch gar nichts. Bei Seth sieht es ähnlich aus. Nur habe ich da noch Fersengeld reingemacht. Damit können wir hundertprozentig fliehen, wenn es mal eng wird. Ich hab's lieber einmal drin. Man weiß ja nie, was passiert. Ansonsten hat sie das gleiche und sie hat da oben rechts noch ein Fleckchen frei. Das ist absichtlich, denn unten wird gerade Anti-Schrecken gelernt, was ja in diesem Dungeon gebraucht wird. Und dann füge ich das gleich auch hier ein, wenn es fertig ist. Und die gute Ming, deren habe ich die Platzsamen gegeben. Deswegen hat sie jetzt auch 7 Slots. Jo, und bei ihr sieht es ziemlich ähnlich aus. Außer eben, dass sie eben noch diese Kompositmagie 1 hat. Und die mentale Stärke, was so viel bedeutet wie da eben, dass wenn sie angegriffen wird, dass das die Zauberzeit dennoch nicht allzu sehr in Mitleidenschaft zieht. Ja, so viel dazu. Und extra habe ich mir noch aufgehoben, mal wieder bei den Ringen vorbeizuschauen. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Magieverzögerung erhöht Wirkung der Magieverzögerung leicht. Haben wir noch nicht, also machen wir es einfach. Und was haben wir noch nicht? Den Osmosering, der fehlt mal wieder. Schlafring, Ziegelring. Und, oh, da haben wir Ultra, da haben wir Ultraringe. Bedeutet einfach, dass unser Wirkungsfeld im Ring größer ist, dass wir größere Chancen haben, ein Perfekt zu erreichen. Machen wir auch allem. Maschinenkiller, Stufe 1 plus. Aber ich werde die alle nicht ausrüsten, weil ihr seht ja, die haben immer nur einen Skill. Während ich ja schon Ringe ausgerüstet habe, die 2 oder sogar 3 haben. So, das war's dann schon. Mehr Komponenten haben wir nicht. So. Ansonsten habe ich nicht viel getan. Wie gesagt, gelevelt und wir können jetzt gleich mal die Spiegel untersuchen. Denn wir haben ja dieses ja, Kristalldingens. Die Frage ist, welcher Spiegel zuerst anschauen? Ich werde mal den großen angucken. Der Edelstein war wohl Teil dieses Spiegels. Tun wir an seinen Platz. Großes Spiegeljuwel platziert. Ah, da oben. Was ist das für ein Licht? Der Spiegel sieht irgendwie anders aus als vorher. Ja. Ich fühle magische Energie hinter dem Spiegel, als wäre eine andere Welt im Inneren. Die andere Seite des Spiegels. Hey, versuchen wir reinzugehen? Hört sich spannend an. Ja, das hört sich in der Tat spannend an. Und zack, da verschwinden wir. Wow. Aha. Schöner als ich erwartet hatte. Sieht aus wie der gleiche Raum wie vorhin, aber es scheint fast, als hätte hier jemand bis gerade eben gelebt. Als wäre die Uhr für allein für diesen Raum zurückgestellt worden. Ich frage mich, ob dies eine Art vergangene Welt im Geist der Magierin ist. Das heißt, dass wir sie betreten haben, als wir durch die Spiegel gingen? Hm? Was ist los? Der Spiegel! Das Licht aus dem Spiegel ist verschwunden. Bist du sicher? Heißt das, dass wir nicht zurück können?
Und was sollen wir jetzt tun? Ganz ruhig, Leute. Besonders du, Jensen. Die Markerin hat doch öfter das Dorf besucht, oder? Es muss also einen Weg zurück in die normale Welt geben. Sicher werden wir ihn irgendwo in diesem Anwesen finden. Ja, Leute, wie geil ist das denn? Sind wir anscheinend in der Vergangenheit. Interessant, dass Keim überhaupt sich gar nicht dazu äußert gerade. Er müsste ja alles kennen. So, was haben wir denn hier? Eine Statue. Wir erinnern uns. In der realen Welt, in der Gegenwart, hat eine Statue gestört. Wegen ihr konnten wir nicht zu der Truhe, wisst ihr noch? Gucken, ob wir die irgendwie verschieben können. Ah, und da halten mich schon wieder Gegner auf. Ja. Ich vermute mal, dass es hier andere Gegner gibt. Anscheinend nicht. Okay, dann machen wir die natürlich weg. Oder nein, ich lasse sie doch noch drauf, denn, ich glaube, die haben wir nur einmal im Garten besiegt, dieses Buch, und die anderen sind so bekannt. Also, ich mache sie noch einmal mit euch. Was soll der Geiz? Vielleicht machen sie auch was anderes in dieser Welt. Wer weiß, wer weiß. Und ich kann euch weiter die Komposit-Magie zeigen. Ja, da seht ihr übrigens auch noch die anderen Dinge, die sie hat. Alle Stein, alle Lähmung. Nee, Quatsch. Stein, Siegel, Gift und Lähmung kann man auf alle Helden machen und wird dann geheilt. Ich habe noch nicht Allwassermoor gemacht. Dann machen wir das mal. Wenn ich mich recht erinnere. Moment, das waren doch diese... Ach, nochmal Kommando zurück, Leute. Das sind doch die, wo nur gegen Magie anfällig sind. Also werden auch mal die zwei Frontleute hier Kraft wirken, auch wenn das nicht so wirkungsvoll ist. Egal. So. Allwasser nochmal. Du musst gerade nichts machen. Von mir aus mach einen Schein auf alle. Und du machst Geistmagie, dein Spiel auf das Buch. Das Buch ist nämlich übelst. Ich glaube, das habe ich euch nämlich nur einmal gezeigt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ein Kampf mehr oder weniger, darauf kommt es nun auch nicht an. Hätte aber schwören können, dass in der Vergangenheit ganz andere Gegner kommen. Naja. Mal schauen, vielleicht kommt noch eine Überraschung. Ach, jetzt haben sie mich versiegelt. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man die Kinder mit Brillen ausschmückt. Dann haben sie kein Anti. Naja, damit kommt man schon zurecht. Und Siegel übrigens, diese ganzen Zustände, Siegel, Lähmung, Schrecken, das, ach, was mache ich denn schon wieder? Ach, verteidigt, ich habe keine Lust gerade auf euch. Mögen wir das sowieso gleich regeln. Ja, die ganzen Zustände, Moment, denken, wem gebe ich's? Ach, eigentlich egal. Sind keine hundertprozentige Garantie, dass sie, dass eine Attacke oder so nicht ausgeführt wird. Also manchmal ist man halt gelähmt, kann nicht angreifen, aber manchmal klappt's dennoch mit der Lähmung. Also das ist so eine Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 75%, dass man nichts tut. Ist halt die Frage, ob man das in Kauf nehmen möchte. So, gib ihnen den Rest, Ming. Jawohl, das ist deiner Königin würdig. Ach, der Babsack da hinten, der lebt noch. Oh, Mann. Ich will gar nicht wissen, wie viel er noch hat. Oh, 50, okay. Ah, komm, das schafft kein. Ja, kein Schaden. Nur nochmal, um sicher zu gehen. Keine Chance. Absolut immun, die Viecher. Da kann auch der Konter nichts helfen. Ach, komm, kein. Zeig, dass du auch zaubern kannst. Alter Opa. Yeah. Okay. Jawohl, und Stufe 26.
Bei einigen. Nichts Neues. So, jetzt gucken wir uns das Ding hoffentlich mal in Ruhe nochmal an. So, wir können das greifen. Nur von dieser Seite. Ich vermute mal, dass ich es da reinschieben muss. Und dass die Truhe dann irgendwie außerhalb ist. Werden wir dann sehen. So. Gehen wir erstmal da rein. Da ist wieder ein Spiegel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich durch den Spiegel soll. Was dann passiert. Da ist es wieder. Etwas in den Spiegel gegangen. Vielleicht will es uns irgendwo hinführen. Okay, wir sollen anscheinend zum Spiegel. Dann interessiert mich doch mal lieber die andere Tür. Ja, so muss man das angehen. Immer sicher gehen. Es geht sogar auf. Hey, schaut euch das mal an. Das sieht doch jetzt ein bisschen schmuckhafter aus, ganz ehrlich. Können wir raus? Na, war ja klar. Das wäre doch mal geil. Mal eine ganze Vergangenheitswelt von Lost Odyssey. Hier mal eine Zwischensequenz, da mal eine. Okay, da dürfen wir auch nicht hin, der Vergangenheit. Ja, ist ja gut. Gehen wir uns das Ding mal anschauen? Nö. Aber die Treppen sind nicht mehr kaputt, wir können jetzt nach oben. Aha. Hä? Soll das eine Uhr sein? Da sind noch komische Symbole drauf und überhaupt keine Zahlen. Wir können bestimmt den Zeiger bewegen. Praktisch nur auf was? Ich habe mir nämlich die Steintafel und so noch nicht genau angeschaut. Ich habe ja noch nicht alle. Oder reicht mir eine? Gucken wir es mal an. Wir können den Zeiger auf den Bogentopf Weizenhimmelsphäre machen. Ich mache ihn einfach mal auf den Topf. Vielleicht geht jetzt die rechte Tür auf. Kupfergeistband erlangt. Okay. Klingt, als hätte ich... Ja, das sieht aber verdammt nach Checkbot aus. Da, die Tür. Seltsam, da muss eine Art Mechanismus geben. Merken wir uns mal, dass wir den Topf angemeldet haben. Vielleicht hätte das hätte es unterschiedliche Belohnungen gegeben. Je nachdem, was wir nehmen. Jetzt haben wir Geistmagie Stufe 3. Boah, naja. Egal. Ist was zum Lernen. So, jetzt können wir die nochmal umstellen? Ah, ne. Okay, also Rätsel gelöst. Gut. Aber merken, Topf. Könnte nochmal von Bedeutung werden. Hey, schönes Zimmer. Aha. Erinnerungen? Eine Kiste. Seelenmedizin. Ja, die hatten Kaim und Sarah bestimmt bitter nötig nach dem Verlust ihrer Tochter. Okay, da ist sonst nichts. Noch was? Nee, okay, dann Türnummer... Quatsch, nix Nummer. Tür links. Naja, wieder ein Zimmer. Okay. Ja, sehr spannend, das Ganze. Eine schöne, mystische Musik. Ach, herrlich. Also der Soundtrack von Lost Odyssey, der ist, ach, zum Hinschmelzen, wirklich. Weizenplatte erlangt, aha. Jetzt haben wir eine Weizenplatte. Naja. Vielleicht genügt es, einfach das einzustellen. Wir bleiben bei unserem Topf. Der hat mir jetzt anscheinend Glück gebracht. So, sind wir wieder unten und versuchen mal die Tür. Okay, machen wir erst Gegner. Nicht aufgepasst, was? Mal gucken, wer das jetzt ist.
Nee, es gibt anscheinend wirklich keine anderen Gegner, also bis gleich. So, Dale. Hab wieder ein bisschen gelevelt, ich geb's ja zu. Muss sein, muss sein. Sie geht nicht auf, von innen verschlossen. Gut, dann müssen wir durch den Spiegel wohl. Weil da oben war nichts mehr. Und sonst haben wir alles. Jo, Statue haben wir verschoben. Ja, wüsste sonst nicht, was wir machen. Also dadurch. Wo wir auch hin sollten eigentlich. Die Türen lassen sich jetzt nicht mehr öffnen. Schade. Okay. Und weg sind wir. Noch ein Flur? Puh, warum reg ich mich überhaupt so auf? Wir sind wohl auf der anderen Seite. Die Fenster und Türen sind alle auf der gegenüberliegenden Seite. Alles ist gut erhalten. In dieser Welt kann das Anwesen nicht sehr alt sein. Okay, wir sind genau da, wo wir hin wollten. Gut. Türen check. Türen check. Nee, interessiert ihn alles nicht. Also wenn ich jemanden suche, würde ich die Türen checken. Naja. Willkommen zurück. Ah, hier gibt's Vasen. Lufterbombe. Und Mana-Kapsel. Ich schätze, wir sollen wieder durch den Spiegel. Alles andere würde ja keinen Sinn machen, aber wir schauen uns noch ein bisschen um. Das zu, ne? Von innen verschlossen. Jo. Ah, wir haben aufgeschlossen. Dort. Hä? Was ist jetzt? Jaja, hier ist aber nichts Neues jetzt, oder? Wir können einfach nur abkürzen. Denke ich mal. Gucken wir uns hier noch um. Also war der Spiegel die ganze Zeit über der Weg in die normale Welt. Und er hängt den ersten Spiegel direkt gegenüber. Mist, ich habe einen Dialog übersprungen. Sorry. Ich denke mal, wir sollen da rein. Denn wir haben ja jetzt ein bisschen was geändert. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat. In der alten Welt. Hat da eben was geblinkt da hinten? Hey, da hinten blinkt was. Ich werd verrückt. Ich war ja auf dieser Seite noch nie. Ah, schon mal umschauen hier. Eieiei. Schwarzpulver. Ist das sonst nix? Und wir müssen auch noch die Truhe holen, die jetzt hoffentlich frei ist, auf der anderen Seite. Ach ja, ich werde sie halt machen, ne? Meine Gegner. Oh, geht gar nicht. Na, okay. Aber es kommen trotzdem welche. Schön, schön. So, Keim hat Geistmagie Stufe 4 erlernt. Ich glaube, damit ist er auch wieder fertig mit dem von Sterblichen lernen. Ja. Wo schauen wir das nach? Hier, wie immer. Jo, alles fertig bei Keim. Bei Seth sieht es ähnlich aus. Sie hat nur noch dieses eine, so ein Max. Und die gute Ming ist immer noch an der Kuke dran. Und sobald Ming hier fertig ist, werde ich Kuke wahrscheinlich aus der Gruppe mal nehmen, damit Jensen... Oh, ich muss hier noch ein Accessoire wechseln. Damit Jensen mal wieder reinkommt, weil ihr seht, die stufen nicht gerade gut mit auf, die Inaktiven. Er ist auf Stufe 23. Nicht gut. Und ich möchte eine ausgewogene Gruppe haben. Oh, Ming lernt mal stehlen. Das passt zwar überhaupt nicht zu ihr, aber sie lernt es trotzdem. So, was haben wir denn da liegen? Gedichtsfragment C. Eingebettet in die Traurigkeit. Das ist alles, das ich entziffern kann. Der Rest ist verschwommen. Okay. Der Ring geht nicht. Gut. Ach, Ring. Oh. Okay, das war scary. Das war richtig scary. Jetzt hat jemand geklopft. Oh
Okay, das fand ich jetzt echt unheimlich. Damit habe ich nämlich überhaupt nicht mehr gerechnet. Wow, das in einem Rollenspiel. So. Ja, gehen wir heraus, wenn es geht. Naja, deswegen mussten wir in der Vergangenheit die Tür aufschließen. So, jetzt holen wir aber noch die Truhe, da links. Und dann müsste es hoffentlich im Garten weitergehen. Ja, es hat geklappt. Gucken, was da drin ist. Himmlische Platte. Ah ja, stimmt, die hat uns noch gefehlt. Gut. Dann haben wir jetzt alle. Mist. Jetzt weiß ich, was ich hätte machen müssen. Ich hätte mir wahrscheinlich merken müssen, wie die da oben stehen. Ich weiß, dass der Topf rechts ist. Ja gut, dann kann man ja nicht so viel falsch machen, denke ich. Erstmal speichern. Ach, ist das schön, wenn man so ein schlechtes Gedächtnis hat und dann immer die Hälfte vergisst von den Games. Ja, hat man fast immer ein neues Spiel. So. Auf in den Garten, der seltsamerweise noch ziemlich gut erhalten ist. Jo, also, rechts muss der Topf rein. Das weiß ich ganz genau. Na komm. Ach, das ist eine Friemelarbeit hier. Das weiß ich noch vom letzten Durchgang. Ah. Ah! Das ist unfassbar. So. Ich denk mal, er meint jetzt die rechts, ne? Und da muss... Hey, da ist ja gar kein Topf. Da ist ja gar kein Topf. Sag bloß, der Topf steckt da drinnen. Kann ich den rausnehmen? Nö. Das ist jetzt blöde. Ausgerechnet. Sie öffnet nicht. Wir können versuchen, alle Platten auf den Boden zu stellen. Mal sehen, was passiert. Das ist natürlich blöde. Wenn man umdenkt, der Topf hier, das ist rechts, dann müsste ich wissen, was ist unten drin. Ich habe natürlich keine Ahnung. Ah. Na gut, wir machen einfach mal was rein. Wir machen Bodenplatte. Ich glaube, der war... Ach, ich weiß es nicht mehr. Wir machen mal die Beize nach unten. Wir machen es mal logisch. Wenn das unten wäre und der Himmel wäre dann gegenüber. So. Und der Bogen, warum auch immer, wäre dann hier. Na komm. Jeden Fall kann ich die anderen nicht mehr rausnehmen. Doch, könnte ich. Ich wette mit euch, es kommt gleich ein Gegner. Was? 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 Komm. Ich hasse das. Gib mir doch jetzt einfach die Möglichkeit, das da reinzusetzen. Ich will nichts entfernen. Ich stelle mich blöd an, oder? Ah, von hier geht's. Mann. So. Bogenplatte platziert. Passiert aber nichts. War zu erwarten. Hey, erinnert euch dieser Boden nicht an die große Uhr im ersten Stock? Vielleicht hat die Richtung, in die der Uhrzeiger weist, etwas damit zu tun. Ja, klar. Ach, ich probiere es einfach durch. So viele Möglichkeiten gibt es auch wieder nicht bei dreien. Weil er will ja definitiv den Topf da oben nicht rausnehmen, ne? Nee. Gut. Ich mach's mal. Ach, ist das wieder. Platte entfernen, ja bitte. Dann machen wir den Himmel mal da unten rein. Wenn es denn irgendwann noch klappt. Nein, ich möchte das Ding da entfernen. Nein, du bleibst drin. Ich möchte das entfernen, das da unten. Leute! Ja. Ja! So. Bloß nicht bewegen. Nicht bewegen. Machen einfach nur da die himmlische rein.
Keim, wir schaffen das. Und jetzt vorsichtig. Danke. Ah, bitte, wer sagt's denn? Oh. Ich sagte ja, so viele Möglichkeiten gab's nicht. Ah, da hinten sehe ich was blinken, da hinten blinkt was. Okay, ein Geheimgang. Aber erst gehen wir zu dem Blink-Bling. Gedichtsfragment D. Ich komme zurück. Das ist schwer zu entziffern. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich frage mich, warum. Merkwürdig, das Ganze. So, da ist nix. Okay, dann halt hinunter ins Gewölbe. Was auch immer uns dort erwarten mag. Schaut schon wieder so Platten. Dann kriege ich langsam einen Aggress. Okay, schauen wir uns mal an. Diesmal können wir sie aber nicht wegnehmen. Was ist das? Ich suche nach Abgeschiedenheit. Warum dringt ihr in meine Einsamkeit ein? Wenn ihr nichts fragen wollt, solltet ihr sofort gehen. Auch wenn ihr meine Tür mit euren Augen sehen könnt, sorgt meine Suche nach Einsamkeit dafür, dass sie unberührt bleibt. Wenn ihr aber darauf besteht, mich zu treffen, findet ihr den Schlüssel zu euren Füßen. Folgt den Symbolen aus Licht und geht in der Reihenfolge vor. Was zum Teufel? Ich habe kein einziges Wort verstanden. Wo ist die alte Magierin überhaupt? Hinter der Tür, schätze ich. Aber diese Steintafel besagt, dass wir sie nicht berühren dürfen. Sie sagt, der Schlüssel liegt zu unseren Füßen. Sieht dieses Muster am Boden nicht wie die riesige Uhr aus? Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Ja, und da war auch ein ähnliches Muster am Boden des anderen Raumes. Untersuchen wir das. Wir müssen unter allen Umständen die alte Magierin sehen. Okay. Das untere leuchtet. Ja. Das merken wir uns einfach mal. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr wichtig, welches Symbol das ist. Ja, das will ich nicht mehr lesen. Ja. Wie die Magierin gesagt hat, so einfach ist es nicht. Wir müssen anscheinend diese Spiegel benutzen. Zuvor gucken wir aber, ob hier noch was liegt. Okay. Drehe ich mal drauf, ob was passiert. Nö, passiert nichts. Gut. Also, untere Platte leuchtet. Einfach mal merken. Und wir gehen in den Spiegel. Blub. Aha. Tja, da leuchtet die obere Platte. Interessiert uns also nicht. Wir gucken uns aber natürlich trotzdem um. Hier könnte ja sonst noch was liegen. Na, anscheinend nicht. Und hier kommen wir nicht hoch, ne? Da ist eine Kiste. Warum liegt die Kiste? Zack. Aber ich sollte mir vielleicht merken, wo was leuchtet. Okay, hier ist das untere, da treten wir gleich drauf. Mal gespannt, was passiert. Naja, da ist sonst nichts. Gibt's ja keine Gegner, das wäre ja mal super angenehm, Leute. Dieses Licht hat etwas damit zu tun, da bin ich sicher. Ja, ich fühle auch schwache magische Schwingungen in der Luft. So, jetzt leuchtet nichts mehr. Müssen wir in der Mitte vielleicht mal wieder gucken, was jetzt leuchtet. Da wäre das ganz links. Da ist sonst sowieso nichts. Okay, was leuchtet denn jetzt? Gehen wir mal gucken. Jetzt leuchtet das ganz rechts. Und hier war... Ich bin hier nochmal sicher. Ja, hier war das obere, okay. Okay. Dann muss es ja in den Zweien sein. Naja, müssen wir auf der anderen Seite, klar. Hä, bewegen? Was können wir bewegen? Ah, das ist ja ein Schalter. Okay. Ich weiß, wo wir dahin müssen. Ich gehe aber trotzdem zuerst in die andere Tür, wo wir noch nicht waren. Da. Ah ja, da können wir ganz nach rechts. Plapp. So, da waren es nur noch zwei. Da ist sonst nichts.
Was darf es denn nun sein? Links. Ja, da müssen wir hier rein. Denn da haben wir ja einen neuen Weg geöffnet, da unten, glaube ich. Stopp, falsch. Komplett falsch, oder? Oder doch da rein? Ja, da war's. Da können wir jetzt durch. Und kommen hier hin. Und dahin. Juhu. Göttliche Medizin erlangt. Ich glaube, die ist wirklich göttlich. Ah, und noch eine Kiste. Verwirrung. Geistmagie. Verwirrung? Was bringt das nochmal? Wir können ja mal nachgucken. Ich habe sowieso mal wieder... Wir könnten so langsam aber sicher mal wieder ein paar neue Zauber ausprobieren. Furcht zum Beispiel. Ja, klar, fügt Schrecken zu. Schrecken, der Zustand. Manchmal greifen die Leute einfach nicht an. Betonung liegt auf manchmal. Und Verwirrung vertreibt einen Feind aus der Schlacht. Aha. Und kriegt man dann auch seine Erfahrung? Das ist die Frage, ne? So. Machen wir weiter mit den lustigen Schaltern. Wir haben es ja gleich. Also jetzt muss der da dran glauben, den ganz links. Glaube ich zumindest. Oder war es jetzt der obere? Ach, ich mal wieder. Ja, der ganz links. Der war doch hier, oder? Nö, hier war der obere. Ah! Mal zurück. Ich glaube, da müssen wir da rein. Aber echt toll, dass es hier keine Gegner gibt. Da würden mich andere Spiele nur abnerven. Gerade wenn man rätselt oder was sucht, dann sind Gegner so nervig. Ansonsten mache ich sie ja gerne. So. Aber das haben wir gemeistert, würde ich behaupten. Bletsch. Sorry. Okay, ich schätze haben wir alle. Und dann geht's weiter. Gucken wir uns nochmal an. Da ist nichts mehr. Na dann durch. Auf zur Magierin. Einen Augenblick. Die magische Energie ist hier am stärksten. Hinter dieser Tür. Sie ist hier. Ich spüre es auch. Los. Okay. Bin ich mal gespannt. Oh, das Zimmer sieht schon vielversprechend aus. Ich würde dich gerne um etwas bitten. Wie traurig. Was? So traurig. Was zum... Magische Energie. Was machen die da? Sieht gut aus. Was ist das für eine magische Energie? Was, du weißt das nicht? Wow, jetzt geht's los! Was macht sie? Sie kämpft mit sich selbst. Warum tut sie das? Sie ist total verrückt darum. Wenn sie ruhen will, dann lasst sie doch. Nein. Sie stirbt, wenn sie weitermacht. Und wer bricht dann das Siegel der schwarzen Höhle? Stimmt, ja. Guter Punkt. Stoppt sie! Was? Ich? Warum nicht Seth? Macht schon! Na toll. Okay. Gerade voll die Gänsehaut bekommen, diese Stimmung hier. Und die Musik auch noch dazu. Boah. Die alte Magierin, Leute. So. 1100 TP hat sie. Und wir haben unterschiedliche Körper des Gedankens, mit dem sie sich selbst verletzen will. So habe ich das verstanden. Und wir sollen sie davon abhalten. So. Wie ihr seht, die haben alle unterschiedliche Elemente. Ich werde einfach dennoch mal auch angreifen, ganz normal. Und aber auch natürlich die Elemente in Betracht ziehen. Leider habe ich noch nicht die Ra-Sachen.
Die wären jetzt echt toll. Naja. Werden wir mal Feuer machen. Auf. Ach, das war ja in diesem Spiel immer so verwirrend. Ich glaube, Feuer muss man gegen Luft einsetzen. Probieren wir es einfach mal. Danach wissen wir es. Und sie wird Deckung machen. Oder nein, erstmal ein Albarrikade, denn die wird garantiert Magie auf uns zaubern. Und du machst dein Spiel. Wie gewohnt. Mach mal auf den, ja. Körper des Gedankens hat Elemente verändert. Ah, na super. Da brauche ich da ja gar nicht groß rumzumachen, wenn die ihre Elemente ändern. Ja, super. Klasse. Feuer auf Feuer. Nee, dann lass es mit Elementarmagie. Es geht ja auch so. Es dauert nur ein bisschen länger. Aber es dauert länger, ja. Gute Frage. Die alte Magierin darf ja nicht sterben. Naja, hauen wir mal mit dem Spiel rein. Das funktioniert zum Glück immer. Ich hoffe, ich kann die alte Magierin auch heilen im Notfall. Nee, ich kann sie gar nicht anwählen. Da muss ich mich einfach beeilen. Aber irgendwie wird das sauknapp. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder vielleicht ändert er jetzt seine Magie nicht mehr so schnell. Ich hoffe es mal. Also weiter. Moment, wir gehen auf den, der am wenigsten hat. Das ist dieser da. Luft immer noch. Luft und bitte Feuer. Ich hoffe, es ändert sich nicht nochmal. Aber wir müssen uns beeilen. Ich würde vorschlagen, du machst mal ein All Shine. Ach nee, Quatsch, Shine heißt es einfach nur. Aber geht auf alle. Und du machst ein Schattener. Mal schauen, wie viel das abzieht. Was? Habe ich es jetzt ausgewählt? Ach, warum spinnt als meine Controller im Menü? Ich weiß es nicht. Ah, der Schaden war gut von Keim. Und der war noch besser. Sehr schön. Ah, das klappt aber nicht. Schaut mal, alte Markerin stirbt mir hier gleich weg. Naja, versuchen wir es mal weiter. Ah, Mist, diese Magien brauchen zwei Runden von den Kindern. Das ist nicht wirkungsvoll. Nee, nee. So, Elemente sind wieder geändert. Aber den kriegen wir jetzt kaputt. Das schafft Keim auf jeden Fall alleine. Und dann greifen wir den an. Was war das für ein Element? Luft. Luft, glaube ich, muss man... Haha, mit was muss man Luft nochmal bekämpfen? Mit Erde oder... Also Feuer war es nicht, aber Erde oder Wasser... Luft, machen wir mal... machen wir mal Erde. Wo ist Erde? Da. Fortsetzen, fortsetzen. Oh, aber das ist eine enge Geschichte. Ah, okay, ich hätte Luft machen müssen. Ich meine Wasser. Oder? Ach, bin ganz verwirrt. Super, da scheine ich ja mal total für'n Arsch. Das klappt nicht. Hey, das klappt nicht. Ich bin aber ehrlich gesagt verwirrt, warum das nicht klappt. Der Schattenangriff war gut. Und die Elemente haben sich wieder geändert. Ja, super. Okay, das kriegt Keim kaputt. Aber die sind noch voll.
Wasser, Erde. Wasser, Erde. Komm, machen wir Kraftzauber. So groß ist der Unterschied auch nicht. Wir selbst sind, kurze Pause. So, da bin ich wieder. Was wollte ich gerade machen? Ja, wir selbst sind gar nicht so in Bedrängnis. Wir werden ja auch nicht richtig angegriffen. Deswegen kann Kugel gerade nichts Besonderes machen. Ich werde hier das Spiel machen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir sterben werden, Leute. Also nicht wir, sondern die Magierin. Das wäre echt ärgerlich. Ich werde wohl mehr mit den Magien arbeiten müssen. Aber dafür wäre es sinnvoll, wenn ich es auswendig wissen würde, was gegen was allergisch ist. Okay, ich glaube, ich steige um auf die Kraftmagie. Das ist einfach besser. Nee, das klappt nicht mehr, leider. Da habe ich am Anfang geschnuddelt. Ah, schade. Es sei denn, das Spiel. Das Spiel. Ah, das Spiel. Okay, Leute, nur noch eins. Vielleicht haben wir ja Glück. Momentan ist es Erde. Es bringt auch nichts, die Nahkämpfer Kraftzauber machen zu lassen. Der ist nicht wirklich besser wie ihre Attacke, glaubt mir. So, mach Kraft. Und du machst... Ja, du... Sollte ich laden, werde ich Kugel auf jeden Fall Schwarzmagie geben für diesen Kampf. Aber ich werde ihr einen Gegenstand... Da haben wir A-Sachen. Was ist das momentan? Ein Erde-Element. Erde werde ich dann mal... was mache ich mit Erde? Es ist eigentlich unlogisch, dass es Wasser ist, oder? Erde und Wasser ist doch eine gute Mischung. Ich werde mal Luft machen. Eine Lufthaarbombe. Und er macht sein Spiel. Das ist jetzt einfach alles oder nichts. Entweder schaffen wir das Mistvieh jetzt oder gucken wir mal. Komm, bitte. Yes! Ich glaube, wir haben es knapp, aber sicher geschafft. Puh, sage ich da nur. Puh, puh, puh. Sarah! Was? Das ist Sarah? Das ist Großmutter? Unsere Großmutter? Sarah. Die hat was gegen dich. Sarah! Sarah, ich bin's, Keim! Erinnerst du dich? Ich tötete sie. Ich konnte sie nicht retten. Ich war es. Sarah! Es funktioniert nicht. Gongora hat sie ebenso gefangen wie mich. Sie bestraft sich, weil sie denkt, dass sie Lirum getötet hat. So werden wir niemals zu ihr vordringen. Wir müssen mehr tun, um sie zu retten. Was soll ich tun? Wie rette ich sie? Verzeihung! Bitte! Lass mich schlafen! Lass mich schlafen! Lass mich schlafen! Oh nein, jetzt ist sie echt sauer. Oh! Sarah, nein! Schlafen! Oma! Nein! Hör doch, Oma! Bist du fertig? Waves coming just like the morning comes.
Sarah, ich bin's. Keim, wach auf! Keim. Ja, ich bin's. Jetzt ist wohl alles in Ordnung. Ich spüre weder Schmerz noch Furcht in ihrer Energie. Das ist gut, oder? Sie ist endlich wieder sie selbst. Ich liebte dich einst. Das tue ich noch. Du erinnerst dich? Nein. Meine Erinnerungen sind fort. Aber du, ich weiß, du bist mein Mann. Ich weiß, was in diesem Haus zurückblieb. Mein Tagebuch. Ich weiß, du bist Keim. Der einzige Mann, den ich je liebte. Ich habe auf dich gewartet. Das hat Gongora nicht bedacht. Was denn? Das Tagebuch. Als Gongora ihr Gedächtnis löschte, wurde Sarah trotzdem von ihrem Herzen hierher geleitet. Nach Hause. Ihr Zuhause hat sie gerufen. Mir gefällt's hier. Das Tagebuch, das sie hinterließ, war das Zeugnis ihres tausendjährigen Lebens. Nett. Willkommen, Keim. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, wie sehr ich dich liebte. Ein Teil von mir wusste, dass ich jemanden liebte. Von ganzem Herzen. Obwohl ich mich nicht erinnerte, wer es war. Das und das Gefühl, dass ich jemand Wichtigen verloren hatte. Du meinst Lirum. Lirum. Unsere Tochter. Lirum lebt nicht mehr. Sie war unsere Mutter. Und sie hat uns immer dieses Schlaflied vorgesungen. Und darum haben wir es für dich gesungen, Oma. Ich bin Kug. Ich bin Max. Schön, euch zu sehen. Kug? Max? Meine Tagebücher hielten mich im Gestern. Jetzt habe ich endlich wieder ein Leben. Weil unsere Tochter uns wunderbare Enkelkinder geschenkt hat. Alles, was von jetzt an geschieht, bleibt als Erinnerung in meinem Herzen. Ist das nicht wunderbar? Mhm. Die Andenken hier haben mir geholfen, auf dich zu warten, Keim. Hübsches Bild. Klick. Oh ja, was für eine Frau. Mm. Schön. Ja, ja, Jensen. Ich kann verstehen, warum viele ihn einfach nur lieben. Er heitert immer wieder auf, egal was gerade für eine Stimmung ist. Ja, wunderschöner Herzschmerz. Und mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nee. Sieht zwar alles sehr interessant aus hier, aber scheint sich dafür nicht zu interessieren. Okay. Müssen wir jetzt komplett wieder rausschlappen? Naja, viel war es ja nicht. Ja, Leute.
wir haben nun Sarah. Natürlich auch eine Unsterbliche. Ich muss mir jetzt überlegen, jetzt wird's langsam echt kritisch, wie stellt man die Gruppen zusammen? Das ist auch eine Magierin. Ein bisschen Magieüberschuss, würde ich meinen. Ich überleg's mir mal. Schauen wir uns mal an. Also ich habe ja prinzipiell gerne die Unsterblichen alle drin. Einfach aus dem Grund, damit sie lernen. Problem ist dann halt, alle können dann immer nur noch von einem lernen. Das ist ein bisschen blöde. Ich werde jetzt Max rausnehmen. Oder? Ah, Jensen ist halt... Nee, ich werde die Kinder komplett rausnehmen. Und Sarah rein und Jensen rein. Ming war zwar noch nicht ganz fertig mit Cook, aber damit muss man einfach leben. Das können wir irgendwann mal machen. Aber schaut mal, Jensen 23, das geht einfach nicht. Ich möchte den einfach ein bisschen aufpäppeln. Und außerdem sollen die auch ein bisschen über Schwarzmagie verfügen. So. So sieht's aus. Das bedeutet, dass wir wieder lernen können. Na, die zwei nicht, die sind immer noch fertig. Aber Jensen wird bestimmt ratzfatz jetzt ein Level bekommen bei den neuen Gegnern und dann hoffentlich schwarze Magie Stufe 4. Achso, ja. Seht ihr, Geistmagie ist jetzt ausgegraut, kann sie nicht mehr lernen, also wird später fortgesetzt. Ist ja nichts verloren. Ming hingegen kann natürlich von Jensen noch viel lernen. Und machen wir es diesmal ein bisschen cleverer und beginnen bei schwarze Magie Stufe 3. Und die gute Sarah. Quatsch. Jensen muss noch alles lernen. Und beginnt auch mit schwarze Magie 3. So. Und es fängt schon wieder an zu ruckeln. Eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Also, wo waren wir? Sarah. Genau, lernt schwarze Magie Stufe 3. Außerdem eine Ausrüstung für die gute. Denn auch sie hat einiges nachzuholen. Ah, Ritterkodex. Ja, Sarah, das passt doch wie Faust aufs Auge. Was könnten wir dir für einen Ring geben? Hier hätten wir was mit Zweien. Das gebe ich dir einfach mal. Ich überlege mir später was Besseres. So. Also, die Kinder haben erstmal Auszeit. Vielleicht sehen wir noch einen Kampf. Aber gut möglich, dass jetzt auch schon alle Gegner nicht mehr da sind. Auf jeden Fall gehen wir raus. Denn wir können ja jetzt zur schwarzen Höhle. Theoretisch. Sarah, wir müssen in die Hauptstadt von Goza. Wir müssen die schwarze Höhle öffnen. Das Siegel sollte die Invasion durch Goza verhindern, damit Tosca nicht in den Krieg gezogen wird. Ja, aber also damals warst du nicht ganz richtig im Kopf. Selbst ohne Gedächtnis wolltest du andere schützen. Je länger wir Gongora sich selbst überlassen, desto mehr Kinder wie unsere kommen zu Schaden. Hilf uns, Sarah. Komm. Jo. Also. Gehen wir weiter. Die schwarze Höhle, die machen wir im nächsten Part, liebe Freunde. Es ist ein Dungeon, den ich gar nicht so mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ihn überhaupt nicht. Hilft aber nichts dran vorbei. So, Leute. Ihr könnt, wenn ihr wollt, an dieser Stelle abschalten. Es ist ja auch regulär, ist die Zeit schon um. Wir sind, glaube ich, jetzt schon bei 48, 50 Minuten, wie ich es immer gern habe. Optional geht es jetzt noch ein bisschen weiter, denn ich glaube, wir können noch einen Hinweis holen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo der ist. Heißt, ich muss ihn suchen. Es geht um einen Hinweis, um die Schatzsuche. Den hätte ich sehr gerne und außerdem würde ich gerne mal wieder nach Numara schauen, gucken, wo wir hin könnten, weil da haben wir zum Beispiel noch die Samen nicht abgegeben, also ich meine jetzt diese Fragmente und die Würfelmusikpartitur, das sind alles so Kleinigkeiten, die ich gerne erledigen würde, aber ich weiß eben noch nicht, ob es jetzt schon geht, also gucken wir einfach mal. Wie gesagt, wenn ihr darauf keine Lust habt, schaltet das nächste Mal wieder ein und alle anderen, die da bleiben,
willkommen im optionalen Bereich von Lost Odyssey. Ja. So, ich renne jetzt auch. Ich will ja nicht allzu lange hier verweilen. Bin mir nicht sicher, ob ich zu dem Typ komme. Ah, ich muss ja mit allen reden, verdammt. Weil die Schatzsuche, die geht ja erst, seit ich in Tosca dieses Ding aufgesammelt habe. Erst ab jetzt bekomme ich von überall Hinweise. Aber keine Ahnung, wer mir diesen Hinweis gibt. Ob mir überhaupt jemand einen Hinweis gibt. Vielleicht habe ich auch jemanden in Tosca übersehen, aber ich bin mir relativ sicher, es müsste hier und da noch was sein. Weil, ganz ehrlich, wenn es einen Hinweis in der Schwarze Höhle gibt und ich würde den nachträglich bekommen, was bedeuten müsste, ich müsste nochmal in die Schwarze Höhle. Ich würde sowas von... Und dann lieber jetzt das Wilde umhersuchen. Und da es als optionale Zeit betrachtet wird, ist das ja überhaupt kein Problem. Keine Verschwendung hier, gar nichts. Einfach just for fun. Ich glaube, hier gibt's nichts, oder? Habt ihr einen Hinweis für mich? Irgendeinen Hinweis? Ich habe einen Hinweis! Das Familienerbstück eines einzigen Bewohners der Geisterstadt ist dort noch vergraben. Genau. Das, ist ein Hinweis direkt hier in Numara. Sehr schön. Ich habe jetzt den Text halt nicht gelesen, weil ich schnell mache. Tut mir leid, aber er hat halt anscheinend davon gesprochen. Ja, damals und so, bla bla. Kennen wir ja alles. Ist jetzt nicht relevant. Es geht einfach nur darum, hey, ich habe einen Schatz versteckt. Ja, mit etwas, da kommen wir immer noch nicht rein. Vielleicht haben wir ja auch das holde Glück und bekommen, oh, einen Traum wollte ich sagen, aber hier ist die Brücke hoch. Wir kommen gar nicht mehr in das Hauptgebiet. Verdammt. Und da war doch noch der Typ in den Fragmenten. Ach. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Und ich vermisse eine gewisse, ein gewisser Schatzhinweis, den ich jetzt nicht bekommen habe. Vielleicht doch in Tosca nochmal gucken. Ja, werde ich dann wohl müssen. Oder im Hafen, genau. Der Hafen ist ja noch offen. Ich glaube aber nicht, dass man da was bekommt. Mal gucken. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob wir den Schatz überhaupt schon holen können in Numara. Denn wir haben ja immer noch unser Messgerät auf Stufe 1, das sich erst nach und nach erhöht. Na, ob die Leute mich hier noch kennen? Geht nicht auf. Ja, die haben genug von mir. Oder sie haben daraus gelernt und schließen einfach die Tür ab. Es wäre so einfach manchmal. Okay, da ist nix. Ah, zack, mit ihr hab ich bestimmt schon geredet. Und zack. Euch klein habe ich bestimmt auch schon geredet. Na, dann war es wohl doch in Tosca, den Hinweis, den ich vermisse. Ich glaube nicht, dass man den erst später bekommt. Naja, gucken wir mal in der Geisterstadt. Wo war das nochmal? Nee, doch, bei Gegenstände, Schätze. Da müssen wir jetzt eins offen haben. Hier, Schatz in der zerstörten Stadt. Das Problem ist jetzt aber, hier sind zwei Slots, das heißt, wir werden das noch nicht finden. Familienerbstück eines einzigen Bewohners der Geisterstadt ist dort noch vergraben. Theoretisch könnten wir es schon finden, glaube ich, aber wir haben dann weder auf der Karte einen Hinweis, noch vibriert es. Und das ganz blind zu suchen, no way. Keine Lust. Machen wir also später. Ja, ich guck lieber nochmal. Nicht, dass ich hier gerade Gülle erzähle. Und das ist erst bei Stufe 3 der Fall. Wenn man es auf der Karte sieht, dann okay. Aber das Vibrieren suchen, eher nicht. Kann ich die Karte nicht irgendwie genauso? Jetzt gucken wir mal ganz genau. Oh nee, da sehe ich rein gar nichts. Nee. Da ist nichts. Okay. Sparen wir uns das.
und gehen nochmal nach Tosca. Wupp, olalala. Habe ich mit euch schon geredet? Lieber nochmal sicher gehen. Okay. Mit dem Rest habe ich bestimmt geredet. Gut. Also auf nach Tosca. Schade, dass wir nicht in das vordere Numara können. Echt schade. Noch weiter zurück können wir natürlich auch nicht. Das wäre ja zu einfach. Dann bräuchten wir ja auch gar nicht nach Goza. Naja, Kamesinwald ist unnötig. Das machen wir noch nicht. Ja, dann bleibt ja nur noch das Dorf. Anlegestelle von Numara. Südküste von Tosca. Ach ja, da kommen wir mit dem Schiff raus, aber das wollen wir auch nicht. Also, nein! Ach, nicht das Anwesen. Mach mal raus. Mann, ich mach mal hier. Nee, okay. Ich kann euch aber so viel verraten, ohne was von wegzunehmen. Wir werden dieses Haus nochmal aufsuchen. Wie so viele andere Dungeons in diesem Spiel. Da hat man richtig viel zu tun. Dann gehen wir zur Nordseite. Dann machen wir einfach nochmal Speedquatching. Und wenn es dann hier nichts gibt, dann finde ich mich damit ab, dass das erst später wieder geht. Was mich aber ehrlich gesagt ein bisschen verwirren würde. Naja, gucken wir mal. Theoretisch sagen die Leute jetzt auch was anderes, da ich Sarah habe, aber so viele Details lasse ich jetzt doch nicht mal zu. Wollen wir noch zum Ende kommen. Ich krieg nämlich langsam Hunger. Aber der Kühlschrank ist so leer. Ich muss noch einkaufen. Oh. Komm. Vielleicht finde ich ja den Jungen, den ich das letzte Mal gesucht habe. Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Der Junge ist bestimmt noch irgendwo. Haben nur nicht gefunden. Der Junge gibt mir dann bestimmt auch den Hinweis. Hallo. Der Pippot. Habe ich neue Samen? Ich glaube, er hätten nur zwei gefehlt oder so. Um wieder eine runde Zahl zu haben. Mist. Wir haben keinen. Blöder Pippot. Naja, da ist sonst niemand. Im Gasthaus könnte jemand sein. Ich gehe mal zuerst ins Gasthaus. Weil war ja im Gasthaus, dann war ich draußen, dann habe ich das Suchgerät geholt. Obwohl, ich habe mit den Leuten hier alle nicht mehr gesprochen, seit ich das Gerät habe. Die wo da draußen rumlaufen. Mal kurz alle checken. Nee. Du. Auch nix, auch nix. Auch nix. Okay, ab ins Gasthaus. Da hinten noch was? Nee, du. Du. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich gebe sie nicht auf. Okay, ab ins Gasthaus jetzt. Ich will sie alle haben, alle Schätze. Man merkt es ja relativ schnell, wenn man den Schatz findet. Immer wenn die Leute ein bisschen mehr als einen Abschnitt labern. Zum Beispiel hier. Ein Vogel hat etwas beim Eingang des Anwesens der alten Magierin versteckt. Genau das habe ich vermisst. So, oh hey Sarah, ist das lange her. Schön, dass du hier bist. Wir bleiben aber trotzdem nicht bei dir. Dann warum zahlen? Wenn ich gespeichert habe und jetzt gleich aufhöre, dann bin ich eh geheilt. So, das war's, was ich gesucht habe, Leute. Also, nochmal ganz kurz zum Anwesen und den Schatz einheimsen. Den können wir sofort holen, da bin ich mir sicher. Jo. Ach, das wird wieder lange dauern, diesen XXL-Part dann hochzuladen. Oh. Na egal. Hat sich gelohnt, war ein schöner Part, fand ich. Sehr stimmungsvoll.
Ich liebe das Haus, ich würde sofort einziehen dort. Sollte ich jetzt nicht eigentlich hier was sehen? Ich bin mir relativ sicher, dass es außerhalb, dass es hier eigentlich sein muss. Aber ich sehe nichts. Ach, da hinten ist es. Da hinten ist es ja. So. Und wir haben den Virus. Haha, Geistmagie. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat, keine Ahnung, was der nochmal bringt. Gucken wir mal schnell. Virus, Stufe 4. Fügt fein Virus zu. Ja, okay, jetzt wissen wir es. Ich glaube, das ist eine verstärkte Form von Gift. Meine ich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Naja. So, Leute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem kleinen optionalen Part. Und jetzt ist aber wirklich Zappe. Die schwarze Höhle machen wir dann das nächste Mal. Da kommen wir nicht drum rum. Also dann, Leute. Wünsche ich euch noch was. Und man sieht sich das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lost Odyssey.